Ja, hoffen wir mal, dass sich das lohnt, ne? Weil ich denke mal, ich kriege jetzt auch bald Durst. Aber du musst auf jeden Fall jetzt was trinken. Ja, was zur Hölle? Huckepack, bitte. Ich glaube, ich weiß, wann diese Einbrüche ab und zu mal oder die Lecks auftauchen. Das ist, wenn Zombies spawnen. Wegen den Windrädern. Ja, oder das. Oh, jetzt fängt meiner an zu Kommt schnaufen. sie drauf. Wir haben gestern beim Raketenwerfer gegen Windrad geschossen, ist nichts passiert. Ja, siehst du mal. Das sind Titanräder, ey. Sind unzerstörbar. Ah, ein Titan. Das Coole ist, ich habe das Fenster gekippt gelassen. Hier fahren dauernd Sachen vorbei. Problem Hörst du ist. mich, wenn es dich beruhigt? Nee, nee, aber die Zuschauer hören das. Das ist Sag ich alles. doch, ich hör's nicht. Schau dir gerade zu, wie Ich du mach mal kurz heulst. das Fenster zu. Ich glaube, da rechts läuft ein Zombie mit Backpack, oder? Backpack? Nein, nicht V. War gerade von der Polizei Ach freigelassen. komm, geh weiter. Backpack? Nee, du hast kein Backpack. Backpack. Die killen nur auf dem Weg. Backpack. Zombies killen. Ja, mach ruhig. Mein Gott. Was ist das für Geräusche? Mein Typ atmet gerade, Nee, so sorry. ein Klopfen. Ist das hier im Haus oder? Komisch. Geh doch näher War ein dran. Zombie. Der lebt aber noch. Soll zu laufen. Ja, eben, der soll ein bisschen näher kommen. Dann ist zu laufen. Ups. Ja, das Blut spritzt, wenn du den triffst. Pff. Entschuldigung, Proteinuntersucher. Mein Verkehrskontrolle. Einmal Headshot. Einfach am nächsten sagen. Wo ist er denn? Wo sind die Zombies? Hier waren doch noch ein paar. Da oben Die weggerannt? tanzt einer. Den Windrasentanz. Ja, da siehst du doch, oder? Möchte ich mal wissen, zu welchem Lied der tanzt. Oh. One Shot. Mal verlieren die anderen. So, was haben wir denn hier? Ein Zaun. Ja, das ist sehr sch. Ah, das ist eine Tür. Oh, ich habe irgendwelche. Ach so, ich dachte gerade, ich hätte irgendwelche grauen Partikel rumfliegen, aber das ist der Schatten vom. Ja, hab ich auch gerade gedacht, ich hätte Grafikfehler oder so. Artefakte. Nein. Auto. Und noch So, eine alle Hütte. Zombies killen. Ja, mein Freund. Die Musik ist auf jeden Fall angenehmer als bei Origins, ey. Da war das so nervig, wenn diese Scheißmusik da gekommen ist. Hab's so aus. Verpasse ich was? Nö. So, was hast du denn Leben. dabei? Nix. Klasse. Da ist noch einer vom Haus. Okay. Sagt stirb. Auf Waffenart. Hallo? Jetzt fällt er einfach um. Der war hartnäckig. Oh, die haben ja gar nichts dabei. Oh. Oh, hier ist ein Sack. Hauen, nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Bist du drinne? Matchbox, ey, willst du mich verarschen? Streichhölzer. Komm noch ein Zombie hinter mir her. So, Zombie War da da. nichts drin? Nee. Ist echt schlecht jetzt so. Kinder. Matchbox, warum habe ich die jetzt auf einmal mit dem Verarsche? So. Ist auch welche gefunden. Da ist noch. Ach, das ist noch ein Nein, habe Tank. ich nicht. Box of Waterproof Matches. Double click with wood pile to create a fire blaze. Ach, wir können auch jagen gehen, my friend. Wood pile habe ich auch noch dabei. Oh. Und das Messer, weiß ich jetzt auch, wofür das ist. Das ist nämlich wahrscheinlich. Wo ist mein Messer? Hoffentlich hast du deins noch. Ja, meins ist in den Das Messer brauchen wir Inventar. wahrscheinlich um die. Ja, wir gehen jagen, ey, ohne Scheiß. Hätten uns mal Hier auf früher dem, da einfallen drüben auf können. dem Berg ist nochmal so eine Station. Ja, dann halt mal Machen wir die jetzt einfach. Zombie. Halt mal die Augen offen wegen Tieren. Aber hier gibt's doch auf Dann der bist alten du Map ruhig, gibt's doch Digga. nur Häschen und Schlangen. Was sind denn da jagen? Oder Zombiefleisch? Warte mal. Nee, ich habe vorhin Schafe gesehen. Okay. Wahrscheinlich keine Bergziegen. Hier ist aber auch kein Haus hier in der Nähe, ne? Arsch der Welt hier. Also hier ist ein Auto echt viel wert, muss ich sagen, auf der Map. Hier was zu trinken dabei.
Ich schon Personen. Was? Achso. Könnten mal gucken, nach der Session im Internet mal, wie man ein Auto zusammenbastelt und so. Was man dafür braucht. Ich weiß nur, dass man Duct Tape braucht und irgendwie, glaube ich, irgendwie Toolbox. Ja, das wird aber auch immer angezeigt. Da steht dann, du benötigst das und das, um das zu machen. Okay. Aber ich glaube auch nur mit der Toolbox. Bin mir nicht sicher. Hm. Mit Rucksack. Anfang habe ich welche gesehen, aber da hatte ich noch keine Waffe. Also kritisch wird es bei dir erst, wenn deine Sicht dauernd verschwimmt und du Herzklopfen hörst. Das bedeutet, du bist ja. Ich sehe nur Oasen überall. Und Kamele. Und Lawrence von Arabien oder was? Hoffentlich kann man da vorne überhaupt rein. Nein, oh nein, ausweichen! Ah, oh, ja. Gut ist, hier läuft kein anderes Schwein rum. Spieler oder meinst du wie Geschweine? Hier gibt's ja auch, ne? Wieder. Hey, ist kein einziges Tier. Was meinst du, andere Spieler? Tier. Sag ich doch. Zum Schlachten. Und was hältst du von Breaking Point bis jetzt? Spielst du das erste Mal? Das ist ganz cool, nur irgendwie findet man kaum Lebensmittel. Ja gut, nee, vorhin in der Stadt da, ne, wo wir angefangen haben, hatte ich ja den ganzen Rucksack voll mit 3 Dosen oder 4. Problem war, ich habe den neuen Rucksack genommen und das alte Zeug liegen lassen. Das war ja mein Fehler. Hattest du auch Wasser? Nö, ich hatte noch nur Wasser gesehen, Spaghetti und so Zeug. Ja, hier gibt es wahrscheinlich auch so Dosen mit Trinken und sowas. Ja, Alter. Was? Echt? Nein. Gut. Alles. Was denn? Ach so, Auto. Ja gut, da hat doch eh nichts dabei. Los, steig ein. Ich bin hinten drauf. Oh, ich bin hinten drauf. Ja, bei DayZ wäre das so eine Todesfalle, auf sowas hier drauf zu gehen, wo man einfach instant sterben würde. Ja. Also durch irgend so ein Desync-Bug irgendwas. Genau, hab Beine gebrochen. Wäre ich jetzt gestorben, dann wäre es wegen der Dehydration gewesen. Ich bin auch vorhin in der Stadt über ein Geländer drüber gehüpft. Ich glaube, das war vor der Aufnahme und war auch noch unversehrt. Also, wenn du da ein bisschen runterfällst, ist ja auch da nicht direkt haben wir Gebäude. Ist das gute Gebäude? Vor uns? Ja. Das ist eine große Scheune anscheinend. Das ist ein großes. Ja, da können wir mal gucken, auf jeden Fall. Das ist aber Zufall, dass wir die ganze Zeit an derselben Stelle spawnen zusammen. Der andere Spieler ist auch da gespawnt. Ich glaube, der Spawnpunkt ist irgendwie fest. Automatisches Buddy-System. Ja, ich habe ja auf Nein gedrückt. Wir sind ja in keinem Buddy-System. Das ist ja, du wirst nur mit Leuten zusammengesteckt. Random. Dann musst du mit irgendwelchen Stalkern dann spielen, wie vorhin der Typ da. Nicht irgendwie die Wurzeln des Baumes ausgraben und dann ein bisschen Wasser rausdrücken? Ablutschen. Oh Mann, ist das anstrengend, in der Pampa hier die ganze Zeit so durchzulaufen. Oh, ein Zombie. Ja. Sie hat noch kein Zombie ohne Backpack getroffen. Ich bin so kaputt. Ich meine, alle paar Sekunden, das ist mega nervig. Hör bitte auf damit. Naja, das ist, wenn du viel rennst und wie gesagt dehydriert bist. Der verrückt macht Simulator. Drei Zombies, ja, komm, die killen das. Das ist der Beatmungssimulator. Du übernimmst den rechten, ich die zwei links. Go, go, go. Oder hinten ist noch. Was ist denn das? Busch. Könnt ihr auch einfach ignorieren, weil wenn wir jetzt schießen, kann sein, dass vorne bei den Häuschen schon Leute sind oder so. Das ist halt immer die Gefahr, ne? Ja, die wissen ja, dass wir Arschlöcher sind. Dann schießen wir halt nicht. Ja, jetzt hätte ich was geschossen, hast du immer Glück gehabt. Ja, das ist doch egal gewesen. Wenn du sagst, du möchtest keine Schüsse, dann machen wir erstmal keine Schüsse. Nee. Das Zombies, ihr überlebt noch einen Tag. Wenn der nächste Survivor kommt. Oder ich nochmal. Weil ich respawnen muss. Warte mal, bleib mal stehen. Ups, System, yes. Cool. Jetzt sehe ich nämlich das Sechseck. Ja, ich auch. Sehr sind gut. Wir bei der Polizei. Ja. Mach mal Meldung. Untersuchen jetzt das Bauernhaus. Haben leider unseren Dienstwagen verloren. Over. Und die Klamotten haben wir auch verloren, die Uniformen. Sind Uniformen. Ah ja, das ist. Guck, die sind einheitlich. Naja, wir sind sogar. Wir sind auch einheitlich vom Gesicht her.
Oh, da rechts sind ganz viele Zombies. Ich guck mal, ob einer von Backpack hat. Okay. Keins, keins. Hier könnte sogar ein Brunnen sein, ne? Nein. Bei mir kommt die Dehydratation-Meldung. Scheiße. Ja, aber ich habe jetzt auch schon Zeit lang gesehen. Naja, gut, der aber jetzt brauchen wir erst recht trinken. Ja, aber ich hab Vorrecht. Ja. Eine Markarov, ja, super. Das ist genau das, was ich brauche, wenn ich verdurste. Scheiße. Open. Ach toll, die Garage ist leer und ich hätte einfach von der anderen Seite reinlaufen können. Fuck. Da ist ein Brunnen, glaube ich. Aber der ist irgendwie zu. Ja, guck mal nach. Ich habe hier noch ein kleines Haus neben dran. Keine Ahnung, was haben wir denn hier? Mit Duct Tape nochmal. Ich nehme alles Duct Tape mit, was ich finde. Und noch eine Matchbox. Jetzt haben wir zweimal Matchbox. Jetzt können wir zusammen Autos spielen. Ja, auch zweimal Woodpile habe ich jetzt. Aber wenn du irgendwas. Ist im großen Haus drin gewesen? Nee. Also schon, ja. Woodpile, aber. Ja, kein Ring. Guck, guck. Oh, mein Magen knurrt. Super, jetzt krieg ich auch noch Hunger. Habe ich halt vorhin schon mal eine Dose gegessen, aber. Wir sind unbedingt nach Pyrgos, ohne Scheiß. Alter. Du verbrauchst gerade voll die Munition. Zu. Was, take hostage? Nein, nein. Ich hätte gerade durch den Kopf geschossen, bist du blöd? Hallo. Oh! Jetzt fliegt er hier bei mir in der Luft und fällt runter. Oh! Das ist ein Polizist, glaube ich. Der hat ja eine Uniform. Hier auch bei mir. Range Master. Ah, nee, ist ein Range. Ich habe eine rote Kette. Plus Schießstand. Aufpasser. Hey, wir müssen unbedingt nach Pyrgos, ohne Scheiß. Da finden wir 100 pro irgendwas. 2,2 Kilometer. Das ist aber noch. Also, ich bin jetzt so circa 2 bis 3 Kilometer. Könntest du mir was zu essen geben? Vielleicht. Wenn ich wenigstens das voll habe. Sonst habe ich beides leer gleich. Aber das sind Cereal Bloodsucker Balls. Mir egal. Liegt hier. Das ist auch. Ja, let's eat machen. Yum, yum, yum. Let's eat, ja. Das können wir wirklich mal machen. Komm, ich komme mal nach Frankfurt und dann machen wir mal so Let's eat, kaufen voll viel Scheiße ein. Gehen wir ins Mosch-Mosch. Nee, wenn, dann muss man dafür echt ins Ausland, ey. Und dann so ganz lustige Sachen kaufen. Mit Namen, die man nicht mal versteht. Also so nach Italien oder so. Haha. Witzbold. Da brauchst du, da kannst du auch hier bleiben, kannst du ja alles kochen. Aber das ist ja uninteressant. Oh. Guck mal die Häuser an, die sehen gut aus. Ich gehe hier links ins Haus. Die sehen sehr gut aus, ja. Oh, der hat einen Rucksack. Komm her! Abschießen. Du Sau. Hier, ich hab dich gewarnt. Komm her. Guck mal in das Haus rein. Was ich da Schönes finde. So, was haben wir denn? Ja, und wie mach ich jetzt den Rucksack auf? Oh, der ist leer. So, wie ich, da ist kein Strich neben dran. Die hat mich nicht lieb. Zipdisk, zwei Bricks und Mug, also eine Tasse. Und Ken Tuna. Toll. Mit Tuna. Und das ist aus dem Mülleimer, der im Haus steht. Ist bestimmt die noch Kaffeetasse gut. Hätte ich auch gerne. Nö, die habe ich liegen gelassen. Kannst du ja holen. Jetzt der Zombie-Blut trinken. Abzapfen. Dafür habe ich Platzacker, boah. Jetzt muss ich nur zum Fahrzeug. Ey, die haben nichts dabei. Ich habe keinen Bock mehr zum Nichts zu gehen. Nur noch mit Rucksack. Das sind das höchste der Gefühle. Hm. Hi, Zombie, wie geht's? Das sind auch so Regenfässer, aber die kannst du auch nicht benutzen. Schlürpi, schlürpi. Oh, ich wollte nicht auf Pistole wechseln. Schlürpi will ich auch nicht kaufen. Ach, leer, verdammt, ey. Wir haben echt Pech gerade, muss ich sagen. Also, als ich das Spiel mal angetestet habe, habe ich so viel gefunden. Aber dafür halt keine Waffe, ne? War da in dem Haus hier was drin? Nope. Da hinten sind auch noch gute Häuser, guck mal. Direkt hier drüben. Ja. Also, vermeintlich gute Häuser.
Ja, aber jetzt haben wir genau das Feeling, was der Dean Hall ja erzeugen will in Standalone, dass wirklich Essen, Trinken das Wichtigste ist und man wirklich da ums Überleben kämpfen muss. Ja, da links ist sogar so ein etwas größeres Haus am Berghang. Echt? Wo? Ach, da hinten. Ja, was ist mit denen rechts? Die sind ja näher, ne? Ja, du gehst nach... Oder so. Ja gut, ist halt gefährlich, wenn wir uns jetzt aufteilen, ne? Falls das ist ja nur, keine Ahnung, 100, 200 Meter Luftlinie. Wir müssen halt was finden, das ist gerade das Wichtigste. Ich gehe noch zu dem Haus da genau geradeaus. Jo. Tippe, dann war ich ganz erbärmlich. Aber in-game. Was? Da oben ist wieder eine Antenne. Oder waren wir da schon? Nee, wir laufen nicht hin. Gott sei Dank. Ja, wir sind ein bisschen doof. Mann, gibt's du are on the verge of danger. Oder Lemonade. Oh. Ich fall vom Glauben ab. Trink. Jetzt steht da bestimmt die Dosis leer. Oh, ich bin immer noch an. Ihr consumed es oder Lemonade. Ja, das dauert wahrscheinlich kurz. Ah, hier ist was drin. Ich muss die Zombies töten. Boah, ich zappel so. Ja! Ja! Siehst du? Jupp. Ich habe gesagt, ich muss die Zombies abschießen, weil da ist was im Haus. Und die laufen da rum. So, ich guck mir mal das etwas größere Haus an. Das doch ein etwas kleineres ist als es. Also boah, Duct Tape, Zip-Disc. Wer schmeißt denn jetzt Zip-Discs hier in den Mülleimer? Ich. Warum hast du da irgendwelche verbotenen Sachen drauf? Ja. Schweizer Bankkonten. Achso. Ah, das ist cool mit dem Gruppensystem, dass ich jetzt weiß, wo du rumläufst. Finde ich praktisch. Das große Haus ist leer. Komm rüber. Jo. Ja, wie gesagt, Essen hab ich. Ich hab noch Thunfisch gefunden, jetzt fehlt mir halt auch Trinken. Geh in deiner Laufbahn zum nächsten Haus einfach. Ja, kannst auch machen. Ja gut, jetzt habe ich wenigstens gesehen, dass es auch so da ist. Hier ist eine Tür offen. Könnte aber auch ein Zombie gewesen sein. Boah, ist auch leer, ey, ohne Scheiß.